Hallihallo ihr Lieben, heute bin ich doch tatsächlich mal bei den Schwarzen unterwegs. Ich bin beim Marco bei Schmidt und Kreativer heute unterwegs und beginne das Interview heute mit dieser wunderbaren Bimmel. So, jetzt kommt mal gleich jemand raus und öffnet die Tür nochmal. Pass auf, jetzt kommt jemand. Oh nein. Marco, zwei Sätze zu dir. Wer bist du? Wie heißt du? Wie alt? Ja, Marco Schmidt, 35, wenn du nach dem Alter fragst, Inhaber von Schmidt und Kreative, sind die Markenagentur aus Oberfichtach und ja, stolz dabei, alles Chancengeber. Und jetzt stehen wir hier auch noch draußen im Dunkeln. Warum haben wir das gemacht? Da hinten ist ein ganz spannendes Plakat, nämlich Top 100. Was hat es mit dem Top Innovator auf sich? Ja, wir wurden praktisch eigentlich im letzten Jahr ausgezeichnet für 21 als innovativste Firma in Deutschland, also eine von 100, was für uns natürlich ganz spannende Sache ist, als kleine Firma, als kleine Agentur, aber eben trotzdem sehr, sehr stolz drauf und deswegen hängt sie auch sehr plakativ im Eingangsbereich. Muss man sagen, und Leute, nicht nur der Eingangsbereich ist sehr, sehr nice geworden, sondern auch, wenn wir vielleicht mal durchgucken können, wirklich, da, komm mal mit, komm. Marco, ich kann mal vorausgehen. Du kennst es ja eh schon. Also, wir können eigentlich sagen, das ist so unser Landy Lab. Ja. Wir haben praktisch unsere neuen Büroräume bezogen. Das ist einmal die Agentur selber mit kleineren Räumen und hier eigentlich dieses Lab, also dieses Forum, Lab, Treffpunkt für alles, was wir für uns nutzen einmal, für uns selber, aber eben dann auch für Kunden oder auch für Projekte oder wie auch immer. Und das ist praktisch dieses Lab, das heißt, wir haben, unser Kameramann steht netterweise in der Bar, also in eigentlich, Bar, wo immer so das Ankommen eigentlich ist, wo die Gäste empfangen, die Kunden empfangen, das heißt, nicht nur die Kunden, die jetzt wir beraten, du kannst es auch mieten, wenn du möchtest. Das ist einmal so ein Treffpunkt, wenn es mal wieder Corona-frei zugeht, wo sich hier Menschen gerne auch mal tummeln dürfen. Und dann geht es eigentlich weiter, rüber in die Lounge, das ist einfach so ein bisschen ein Vorraum, sage ich mal, zu unserem eigentlichen Workshop-Raum. Ah ja, cool. Wie viele Kunden betreut ihr so mehr? Ja, kann man schlecht sagen. Wir sind immer so aufgestellt, wir haben 10 größere, 10 mittlere, 10 kleinere, also immer so ungefähr 30 Kunden, wo wir in der Pipeline haben und die wir dann je nach Aufgabenstellung eben dann betreuen. Ja, genau. Jetzt heißt sie ja Schmidt und Kreative. Wer ist denn auf diesen super Namen gekommen? Ja, es ist also einerseits so, Schmidt steht mit drin, dass die Marke automatisch geschützt ist. Das heißt, wenn der Name mit drin steht, als Inhaber musst du nicht mehr als Markeneintragung, also ein Tipp an jeder, wo eine Firma gründet. Wenn der Name mit drin steht, bist du quasi nicht verpflichtet, ihn zu schützen. Das ist schon mal das eine. Und ich wollte die Mitarbeiter, die bei Geschießen auch immer mit einbinden im Namen. Und das war Schmidt und Partner etwas zu öde oder Schmidt und Friends oder Schmidt und Kollegen. Und da war jetzt eben Schmidt und Kreative, das Unkreative eben aufs Team bezogen, weil wir zwar Strategen sind und Designer und alles Mögliche, aber eigentlich sind wir erstmal Kreative. Und deswegen steht es auch ganz stolz und bewusst im Namen. Ach cool, das hast du gerade schon gesagt, vielleicht können wir auch mal noch eins weiter. Ja, das sehe ich nämlich schon was Cooles, aber nebenbei Unkreative. Jetzt ist es ja so, Menschen wie ich zum Beispiel, die sind ja jetzt eher so die, also gib mir einen Stift und es passiert nichts, außer sie angeknabbert. Ja, wird. Wie kommt man zu dir? Was muss man mitbringen? Ja, erstmal glaube ich viel Neugier. Also du musst neugierig sein auf die Themen, die wir hier haben. Du kannst hier bei uns Konzepte machen, du kannst designen. Wir haben keine Programmierer im Haus, wir sind keine Digitalagentur. Das heißt, wir haben zwei Säulen. Das ist einmal das Thema Mensch und Marke und beides wollen wir halt einfach ins Wachsen bringen. Das heißt, Stratege, Designer, Kreative, Texter, Projektmanager, Kundenberater, die sind eigentlich bei uns alle gut aufgehoben. Jetzt hast du den Punkt, dich um Menschen kümmern, eh mit reingebracht. Das trifft sich ganz gut zu einer Überleitung. Ihr unterstützt die Chancengeber-Initiative, ja. Vielen Dank natürlich dafür. Ja. Wie seid ihr eigentlich drauf gekommen? Oder wo sagt ihr da, boah, das wäre so, oder das ist unsere Kampagne, da stehen wir auch mit dafür? Ja, also wir engagieren uns tatsächlich schon öfter auch sehr, sehr wertorientiert. Also wir arbeiten stark nach Werten im Unternehmen. Das ist auch so unsere Kernkompetenz. Und die Werte, was wir haben, schauen wir einfach, wo können wir uns einbringen und wo können wir auch ein bisschen die Machbarkeit etwas nach oben drehen. Und wir haben dann zum einen schon mehrfach Sachen mit unterstützt. Also Beispiel sind wir Unterzeichner der Charta der Vielfalt zum Beispiel, da geht es um Vielfalt. Dann war eben euer Thema, das Thema Chancengleichheit schaffen, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Wir haben ein eigenes Kinderkreativprojekt, wo wir wirklich die Kreativität von Kindern von Beginn an fördern wollen. Und so versuchen wir uns halt einfach, wir sagen immer, vor der eigenen Haustüre zu kehren, also wo wir wirklich helfen können, da helfen wir und einer davon seid ihr. Cool, also vielen Dank auf jeden Fall und ihr seht top Leute auf jeden Fall.
Machen wir einen kleinen Schwenk herum, weil ich muss euch ja auch, ich darf ja auch ehrlich gestehen, ja, wir waren jetzt ja doch schon zwei, drei Mal da gewesen. Ja. Und hier vorne in diesem Bereich kann man wirklich super schnackseln und, also jetzt darf man hier nicht sagen, schnackseln, ne? Ja, bei uns, wenn du schnackseln sagen würdest, hätten wir wahrscheinlich körperlichen Verkehr, aber ich weiß, was du meinst. Und ihr seht auch noch, also hier auf jeden Fall, wenn wirklich mal jemand Raum braucht, um kreativ zu werden, also dieser Ort hier ist sozusagen zu haben und steht zur Verfügung. Und die Unterstützung dazu, samt Kreativen, kriegt ihr quasi mit dazu. Und apropos Kreativ, ich höre sie da drüben, glaube ich schon. Da könnte man nochmal rüber. Wir können mal kurz rüber schauen, weil ja heute die Shape School ja mit fast voller Mannschaft da ist. Ja, natürlich ich, alle getestet, muss man sagen, getestet und immer im Rahmen der Regeln. Das heißt, hier geht man jetzt eigentlich dann durch. Das ist eigentlich praktisch unser Büro dann, etwas kleiner, weil einfach das Lab dann viel größer ist. Aber wir können mal kurz rüber schauen, weil, glaube ich, Kollegen von der Shape School momentan fleißig sind. Also gerne mal rein filmen. Wobei momentan einfach Konzepte entstehen, wo einfach momentan ein bisschen Abstimmung ist für ein paar neue Ideen. Einmal vielleicht mal winken in die Kamera. Tut mir so, als ob es Spaß ist. Macht ihr super, es hat auch nicht so lange gedauert. Genau, das heißt einmal das Thema Designbüro. Wir haben dann hinten nochmal beim Flo, beim Kollegen, wo dann auch ich bin, haben wir so das Thema Strategie und Konzept. Also praktisch das nochmal ein bisschen anderes Büro, wo wir einfach uns ein bisschen aufgegliedert haben. Und der Rest eigentlich ist dann eher so Funktionalräume wie Drucker, Technik und sowas, also eher uninteressant. Also wir leben auch sehr stark und auch vom Lab allgemein. Ja. Cool. Ich habe sie übrigens entdeckt. Komm mal schon mit. Schau mal da. Auf dem Tresen steht sie, ja. Die gute Urkunde. Gar nicht im schwarzen Rahmen, fällt mir gerade auf. Den hat mir der Jonas versprochen, den bekomme ich noch. Das mache ich jetzt gleich. Ich habe noch einen dabei. Also, währenddessen ihr euch noch ein bisschen umschaut, wir können euch noch ein paar Shots zeigen auf jeden Fall dazu, mache ich noch einen schwarzen Rahmen ringsrum. Ja. Ah, der Jonas, schau mal, da ist der Jonas gerade. Jonas, komm noch mal raus. Die ist da. Die habe ich schon hergebracht. Wirklich? Ja, die hast du schon. Mit dem schwarzen Rahmen? Ja, wo habe ich denn die? Die habe ich das letzte Mal dabei gehabt. Dann liegt die Schuld bei uns und nicht aufgehauen, die neue. Jetzt haben wir schon zwei. Man kann das alles schneiden. Ja, genau. Ja. Also auf jeden Fall, wir sind wieder hier. Wir finden bestimmt noch eine Urkunde im schwarzen Rahmen. Magst du uns noch was erzählen? Gibt es noch was? Ja, eigentlich viel. Ich glaube, alles, was es zu sehen gibt auf schmidt-und-kreative.de, da kann man sich das beste Bild von uns machen. Da steht alles mit drauf. Es ist eine große Plattform zum Thema Mensch und Marke. Und da machen wir jetzt gar nicht so viel Eigenwerbung, sondern lassen eher so die Bilder bei uns sprechen und die eigenen Webseiten, von denen wir gesehen, gerne besuchen, wenn es ist. Also, schaut's vorbei auf Schmidt und Kreative und natürlich auf Shape School. Und wir freuen uns dann, ja, wenn wir euch vielleicht mal auf einem Chancengeber-Event natürlich begrüßen können. Ciao, ihr Lieben. Ciao.